Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alarm für Cobra 11 Highway Nights. Ja, heute werden wir weiterfahren mit, nein, mit Tag 7. Das ist, so viel ich weiß, der letzte Tag. Mal schauen. Ich denke, das Let's Play neigt sich jetzt ganz stark dem Ende zu. Mal gucken. Auf jeden Fall, herzlich willkommen zurück. Und wir machen direkt weiter. Bei den Fällen Tag 7, nur einer kann gewinnen. Und hier nehmen wir den Razor 4.0. Das ist, glaube ich, das Finale vom Tuner Cup, ne? Wenn ich es mal so nennen darf. Oder doch nicht? Oh ja, soll ich dir was sagen? Sag mal was. Ich bin schon irgendwie froh, dass wir gleich das letzte Turnierrennen haben. Genau. Den ganzen Tag auf dem Asphalt, Mann. Ups. Ich würde gerne mal wieder einen Tag am Schreibtisch sitzen. Ja, letztes Rennen. Na, hoffentlich dürfen wir unsere Wagen fahren, sonst wird Hartmut mächtig enttäuscht sein. Mal ganz abgesehen von dem Ärger mit der Chefin, weil wir über die beiden schrägen Typen eigentlich gar nichts rausgefunden haben. Wir sind seit Tagen dran, haben aber nichts vorzuweisen. Wir fahren erst noch das Turnier nach Hause und dann überlegen wir, wie wir an die Typen rankommen. What the... Ups, ups. Failed. Ja, wir haben vorhin so einen roten Punkt gesehen, den muss ich euch auch nochmal zeigen. Was das, was mit sich mit dem auf sich hat. Alter! Ich habe ewig lange kein Cobra 11 mehr gespielt. Die letzte Aufnahme ist irgendwie einen Monat her oder so. Deshalb seid mir nicht böse, wenn ich hier jetzt ab und zu mal noch verkacken werde. Und ich muss mich erst wieder mit dem Lenkrad zurechtfinden. Ich habe vorhin TDU 2 ein bisschen gespielt. Das ist ein ganz anderes Fahrfeeling als hier. Da konnte ich einhändig fahren, so voll chillig hier. Eine Hand auf dem Schaltknüppel. Und jetzt muss ich hier wirklich beides, das Lenkrad mit beiden Händen festhalten. Weil es beim Bremsen so übelst rumreißt, weil Synetik noch nie was von ABS gehört hat. Oh ja, wir dürfen sogar unsere Autos fahren, das ist ja toll. Jetzt können wir direkt mal ausprobieren, wie er sich fahren lässt, weil wir haben ja den nur ganz kurz fahren dürfen. Wir dürfen den ja nur kurz zur Rennstrecke bringen und dann haben wir da die lahme Ente bekommen, die Rennsemmel. Ja, fährt sich ganz anständig. So. Ja, jetzt haben wir ein bisschen Zeit zum Quatschen. Was ist passiert? Es ist einiges passiert bei, also in letzter Zeit. Bei uns in der Schweiz waren Abstimmungen, das hat man ja über die Grenzen gehört. Das habt ihr wahrscheinlich ein bisschen mitbekommen, da wegen der... Oh, fuck! Wegen dieser Einwanderungsinitiative. Genau, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich nicht mal so arg informiert. Ich weiß nur ganz am Rande, um was es geht, weil ich eh nicht wählen darf und es mir, ja, ich habe halt schon ein bisschen so meine Meinung. Vorweg, ich will niemandem hier auf den Fuß treten, ich will niemanden irgendwie speziell ansprechen. Es ist eher so ein bisschen die Allgemeinheit. Also das war ja Abstimmung. Wir haben über das sogenannte Fabi abgesprochen und abgestummen. Menschenskinders. Und eben über diese Auswanderungsinitiative. Fabi, was ist das? Das ist für das Verkehrsnetz, dass halt die Züge und so, dass wir halt 9 Milliarden oder 9 Millionen oder irgend sowas. Ich glaube, es waren Millionen. 9 Millionen, keine Ahnung. Jedenfalls sowas, investieren wir in den Bahnverkehr, dass halt die Züge pünktlicher fahren und zuverlässiger fahren. Ja, ich glaube es erst, wenn es soweit ist, aber ich glaube, bis dann habe ich eh ein Auto, von dem her, I don't give a fuck. Nein, und eben über diese Einwanderungsinitiative. Vorweg, falls ich irgendwie Quatsch labere, wie gesagt, ich habe
mich nicht richtig informiert, dann schreibt mir doch einfach, dass ich falsch liege und dass es so oder so ist. Nicht irgendwie so, ja, du bist Vollidiot. Das ist ein Vollidiot. Da nicht irgendwie so beleidigen oder so. Alter! Ist heute Weltumdreh-Tag. Nein, eben. Also wenn ich irgendwie falsch liegen sollte, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ich sehe das größtenteils eigentlich, dass ich da falsch liege, dass es so und so ist. Genau. Das geht ja darum, dass die Schweiz halt also das halt, wenn jemand in die Schweiz kommt, war es ja bis jetzt so, der kommt her, mietet sich eine Wohnung und alles, kriegt passend und was weiß ich alles und geht ein paar Wochen, Monate und dann ist die ganze Familie hier. Das will die Schweiz nun verhindern, mit dieser Einwanderungsinitiative, dass halt wirklich nur eine bestimmte Anzahl an Ausländer ist so ein böses Wort, finde ich. Nee, das kann man auch falsch verstehen. Hallo? Alter! Das wievielte Mal wurde ich jetzt umgedreht? Ja, eben, dass halt die Schweiz wirklich so ein bisschen auswählen darf oder auswählen kann, wie viele und wer alles reinkommt. Was ich im Grunde genommen wirklich cool finde oder gut finde, weil ich finde, ein kleines Land wie die Schweiz sollte doch festlegen dürfen, wie viele Leute dass wir aufnehmen können und wollen. Also, wir haben ja jetzt schon zu wenig Wohnungen und zu wenig Arbeitsplätze und alles. Klar, wir in der Schweiz haben eine der niedrigsten Arbeitslosenrate. Muss man sich mal geben, ne? Aber trotzdem ist nicht das Verschulden der Ausländer, versteht mich nicht falsch, nennen wir sie Flüchtlinge. Es sind ja oft auch Flüchtlinge. Genau. Ist nicht deren Schuld, da hat einfach die Schweiz gepennt. Da haben wir einfach zu wenig Häuser gebaut und. Und man musste sowieso Stellen abbauen, weil zu teuer, aber das dann zu wenig, das und dann hinterher fragen sich alle, Arbeitslosenrate geht hoch. Wieso wohl? Ich glaube, ihr habt zu viel Arbeitsstellen abgebaut. Kann das sein? Ja, vielleicht. Vielleicht, ne? Und da haben sich alle darüber aufgeregt, ne? So Rassismus und alles. Und der Gipfel war ja, kaum war die Abstimmung im Kasten, gingen die Linken und machen einen Protest. Ich weiß es nicht mehr ganz genau wo, aber Leute, da haben die Linken mal wieder bewiesen, dass sie einfach nicht verlieren können. Die haben verloren die Abstimmung und ehrlich gesagt, meine Eltern haben für diese Initiative gestimmt, also ja, dass wir sie annehmen und es ist ja auch, wenn auch knapp, angenommen worden. Ich persönlich hätte auch dafür gestimmt, weil ich finde einfach, dass das trifft für jedes Land zu. Jedes Land sollte die Anzahl an Einwanderern limitieren dürfen. Sagen so, nee, jetzt ist fertig, bleibt draußen. Jetzt haben wir genug. Finde ich, sollte jedes Land machen können. Nur Problem, die EU. Die EU, von wegen so, ja, Diskriminierung und Rassismus und alles. Was hat das mit Rassismus zu tun? Aber zu dem kommen wir später. Ich halt mal kurz die Fresse, weil jetzt sind wir schon fertig und die quatschen noch. Na, sieh mir, was meinst du? Wir haben uns gut geschlagen, oder? Wenn man schon nach ein paar Tagen Mitgliedschaft das Clubturnier gewinnt, ich würde sagen, ja. Dann lassen wir uns heute Abend im Club aber ordentlich feiern, okay? Wenn uns der Job nicht in die Quere kommt. Das haut schon hin. Wo ist denn eigentlich mein Wagen? Steht neben dir. Nein, ich meine mein Schnäppchen bei dem Duell gegen den schrägen Typen. Dein Wagen ist abgereist. Mike, hast du was gesehen? Die beiden Typen hatten einen Schlüssel für den Wagen. Haben im Kofferraum etwas gesucht. Da muss ihnen was aufgefallen sein. Ich vermute, sie haben die Verkabelung entdeckt. Dann waren sie plötzlich etwas aufgeregt und hektisch, sind in den Wagen gestiegen und abgehauen. Was, direkt vor dem Rennen? Sind die deshalb nicht mitgefahren? Ja, da waren sie schon weg. So ein Mist. Das war's dann wohl. Dumm gelaufen.
Das ist doch, Mensch, ich könnte gerade... Verdammt nochmal, die ganze Arbeit hier völlig umsonst. Karre weg, Typen weg und Wanzen entdeckt. Ganze Arbeit war für die Katz. Naja, das passiert schon mal. Nein, sowas darf nicht passieren. Das war wohl ein Griff ins Klo, ne? Okay. Nein, nicht okay. Auf jeden Fall wollte ich euch ja noch was Kurzes zeigen. Und zwar ist eigentlich scheißegal, welchen Wagen das wir nehmen, weil ihr seht's gleich. So, jetzt fahren wir mal hier hin. Gerkan, Jäger, in mein Büro. Es ist mal wieder 5 vor Streifenpolizist. Dom. Hier schwart nichts Gutes. Ja, ach nee, du Hellseher. Also wenn sie so wütend rumgrollt, dann wird sie dich wohl kaum zum Kaffee einladen. Ob sie wohl meine Privattelefonate rausbekommen hat? Die bei der Astrologin, bei der du Tipps für unsere Fälle holst? Ach Quatsch. Warten wir's ab. Wussten Sie, dass in unserer Stadt die Altautoquote sprunghaft angestiegen ist, seit Sie Dienst tun? Dass die Polizei mittlerweile einen nicht unerheblichen Teil Ihres Etats für den Kauf neuer Fahrzeuge ausgibt, die Sie zu Schrott gefahren haben? Naja... Was? Nun ja? Daran gibt es nichts zu rütteln. Sie haben wohl einen lukrativen Nebenerwerb mit einem Altmetallhändler. Wie dem auch sei, ich habe von ganz oben, und ich meine wirklich ganz oben, den Auftrag bekommen, Sie zusammenzufalten und auf Strafmission zu schicken. Strafmission? Ja, immer am Ende eines Monats werden sämtliche Fotos aus den Blitzerkästen eingesammelt. Die Stadt spart sich mittlerweile die Stelle, weil sie immer neue Autos kaufen muss. Sie werden von nun an diese Fotos aus den Kästen holen. Chefin, ich bin Kriminalhauptkommissar und kein Praktikant. Sie sammeln die Fotos oder Sie verteilen Knöllchen auf dem Flughafenparkplatz? Na los, lass uns die Fotos einsammeln, da kann man wenigstens sitzen. Dieses Knöllchen-Ding ist nicht so gut für die Füße. Wann immer Ihre Schadensquote von nun an sehr hoch ist, sollten Sie sich auf den Weg machen und die Starrenkäste leeren. Sonst liegt auch Ihre Karriere in Trümmern. Ja, guter Wortwitz, Chefin. Schleimer. Und jetzt raus hier und an die Arbeit. Boah. Da wir, ich würde mal sagen, verhältnismäßig zu dem, was sie in der Serie schrotten, wenig Autos gekillt haben, haben wir diese Mission nie bekommen, weil das ist so eine kleine Nebenmission. Die sollte eigentlich kommen, wenn ihr auf die Streife geht und wirklich viel Bullshit gebaut habt. Also wenn ihr in der Karriere, wenn ich ein richtig geiles Future, wenn ihr in der Karriere hier die Autos regelmäßig schrottet, wenn ihr die Karren zerlegt, als gäbe es keinen Morgen mehr, kriegt ihr irgendwann diese Mission. Irgendwann kriegt ihr sie. Und wenn man das halt nicht hat, kann man zu dem Punkt fahren und sie sich selbst annehmen, wenn man das will. Ich mach's jetzt einfach mal, um euch das zu zeigen. Die Karte sieht immer dufte aus. So sieht sie auch aus. Von außen. Das Ding hat sogar blaues Licht, Alter. So, fühlt sich an wie so ein Motorrad, ne? Tönt irgendwie auch so. Ja, auf jeden Fall, jetzt habe ich Quatsch zum Zeiten. Alter, ich habe jetzt Quatsch zum Zeiten. WTF! Ne, ich habe jetzt Zeit zum Quatschen, das meinte ich. Ja. Eben, diese Einwanderungsinitiative, viel besser gesagt. Und ja, angenommen. Und dann eben gingen die Linken auf die Straße und haben dagegen protestiert. Was in meinen Augen das Einzige, was sie dort bewiesen haben, ist, sie können nicht verlieren. Ich meine, wenn man seine Wahl verliert, dann, nimmst du das hin. Ist halt so, ne? Das ist, wir in der Schweiz haben Demokratie, das ist in Ich glaube, es ist in der ganzen EU so, in ganz Europa, im Großteil von Europa, dass halt die Demokratie regiert. Und da hat halt das Volk das Sagen, nicht irgendwelche Partei, die irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Aufmerksamkeitsdefizitsyndrome hat. Ich glaube, das gibt's nicht mehr. Na, egal. Auf jeden Fall, ich habe mich da ziemlich aufgeregt, weil die haben dann gesagt, ja, die Bevölkerung konnte nicht wissen, was sie damit machen, was sie damit anstellen. Die konnten das gar nicht wissen und so Bullshit. Und da habe ich einfach gedacht, Jungs, wenn die
das nicht gewusst haben, dann sind sie selbst schuld. Weil es gibt ja so ein... vielleicht ist euch das der Kanal ein Begriff Massim... Also, das ist nicht wirklich ein Kanal. Der Kanal heißt anders. Ich weiß gerade den Namen nicht. Aber er heißt Massimo, der Typ. Der macht so Videos. Da hat er auch ein Video zu gemacht, wie er sein Auto rumfährt. Und halt so Facecam im Auto. Wo er halt auch genau über dieses Thema redet. Da hat er eine ziemlich gute, in meinen Augen, Checkliste gesagt. Zu diesen Abstimmungen. Punkt 1. Hast du dich über diese... Also, das geht, würde an alle gehen, die sich beschweren, dass wir das angenommen haben. Punkt 1. Hast du dich über diese Abstimmung informiert? Nein? Also halt die Fresse. Zweitens. Hast du irgendwas dafür getan, dass die Leute so abstimmen, wie du möchtest? Nein? Also halt die Fresse. Punkt 3. Fällt mir gerade nicht ein. Scheiße. Was war Punkt 3? Ah, jetzt ist mir eingefallen. Punkt 3. Bist du abstimmen gegangen? Oder hast du abgestimmt? Nein? Also halt die Fresse. Weil es gibt ja natürlich immer diese, die nicht an solchen Abstimmungen teilnehmen, ne? Und sich hinterher dann zu beschweren, dass man so abgestimmt hat, wie man nicht wollte, selbst aber nicht abstimmen gegangen ist, weil man zu faul oder zu dumm dazu war, das finde ich eine absolute Frechheit. Und vor allem, ne, jetzt kommt von überall her die Kritik, ja, die Schweizer sind Rassisten. WTF? Was hat das mit Rassismus zu tun? Ich war auch dafür, ne? Einer meiner besten Kumpels, der ist ein Grieche. Ich arbeite täglich mit... Also bei uns im Geschäft haben wir so 80% entweder Albaner oder Türken. Kann mir also... Und mit denen verstehe ich mich super. Kann mir also niemand vorwerfen, ich sei ein Rassist. Wie gesagt, einer meiner besten Kumpels, das ist ein Grieche. Mit dem verstehe ich mich sowas von gut. Bei uns in der Schule oder auch im Geschäft, bei der Arbeit, 80% sind keine Schweizer. Haben zwar vielleicht einen Schweizer Pass, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Sind so die sogenannten Papierschweizer, die halt einen Schweizer Pass haben. An und für sich Schweizer sind, aber ursprünglich vom Ausland sind. Habe ich, wie gesagt, gegen solche Leute habe ich nichts. Haben wir mal vorweg. Ich meine, WTF, was hat das mit Rassismus zu tun? Wenn wir einfach sagen, so, dieses Jahr kommen 10.000 Leute, dürfen in unser Land einwandern. Der Rest bleibt draußen. Ich meine, das wäre... Zum Beispiel, VW hat den Polo WRC rausgebracht. Ich glaube, auf 500 Stück limitiert. Was ist daran anders? Auch nur 500 Stück. Wer noch eins kaufen will, tja, Pech gehabt. Ich meine, klar, man kann Autos nicht mit Menschen vergleichen. Aber es ist, finde ich, das ähnlichste Prinzip, das dümmste Beispiel, was mir gerade eingefallen ist. Wegen dem ist jetzt VW auch nicht irgendwie rassistisch oder so, weil sie sagen, ja, vom Polo WRC gibt es nur 500 Stück. Ich weiß, es ist eine ganz andere Rubrik, aber wir limitieren halt die Plätze in der Schweiz, weil wir haben halt wirklich nur ein kleines Ländle, dem wir Sorge tragen müssen. Und wenn hier 10 Millionen Leute kommen, die haben jetzt um die 8 Millionen Bewohner, dann ist irgendwann voll. Dann platzt die Schweiz aus allen Nähten. Und dann haben wir irgendwann nur noch Stau, kommst du auf der Autobahn, auf den Straßen, nicht mehr vorwärts. Und dann haben wir dann den Salat, wenn wir da wieder irgendwas rausholen müssen. Ich
finde, das hat überhaupt nichts mit Rassismus zu tun, aber sollen die Leute denken, was sie wollen? Ich finde sowieso, die Schweiz ist, was Einwanderer angeht, viel zu lieb. Beispielsweise, das hat man sicher auch gehört, die Flugzeugentführung, die gestern oder vorgestern war, heute, also einfach mal zum Anmerken, heute ist der 19. Februar, Mittwoch. Ich glaube, oder war das, letzte Woche? Nee,